Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in der Realm of Thrones Revenge Mode und versuchen hier weiterzukommen. Wir waren in der letzten Folge wirklich ein Müh davor, den letzten Sargnagel in die Pentastar-Koalition zu treiben. Weil Yagamino quasi unverteidigt war. Das hätten wir kriegen können, das wäre die letzte große Schiffswerft. Die haben keine Capital Shipyard und nur noch diese Dreadnought-Schiffswerft hier. Hat nicht ganz geklappt, weil Grunger von Sika es geschafft hat, sich hier durchzukämpfen und nach Yagamino zu kommen. Damit ist das viel, viel zu gut verteidigt. Borosk wäre eine Möglichkeit, das könnten wir nehmen, das wäre nicht das Problem. Die sind allerdings hier gerade bei Adumar. Wenn wir natürlich nach Borosk kommen könnten, wäre Adumar erstmal sicher vor Bodenangriffen. Müssen wir gucken. Chilla hat eine 900er Flotte mit einigen Interdiktoren. Da komme ich momentan nicht durch. Ich baue hier zwei Einheiten und damit habe ich auch kein Geld mehr. Perfekt. Nicht perfekt, aber egal. Zeltros wurde angegriffen. Da sind wir jetzt mit unserem dritten Sternzerstörer, der seit der letzten Folge endlich fertig gebaut ist, um das Ganze zu verteidigen. Das ist schön und danach versuche ich, Sinch wieder zurückzudrängen von Collar 4 weg und hoffentlich langsam auch mal Obroa Sky einzunehmen. Das wäre extrem nice, wenn das klappen könnte. Denn ich glaube, von Obroa Sky kommt jetzt schon wieder eine Flotte in Richtung Galenor. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf, dass das klappt. Ich wollte gerade eigentlich fast fliehen. Aber jetzt ist mir eingefallen, ich bin ja der Angreifer. Okay. Die werden wahrscheinlich auch versuchen zu fliehen, aber deswegen versuche ich hier so viele Einheiten wie möglich sofort reinzukriegen. Geh hier auf die Engines. Du gehst hier auf die Engines. Du gehst bei ihm auf die Engines. Ganz wie so viele annehmen wie möglich. Auf jeden Fall auch hier behalten können. Okay, die fliehen nicht. Perfekt. Ja, jetzt versuchen sie zu fliehen, aber jetzt hat keiner von denen mehr Antriebe. Und vielleicht vernichten wir den auch noch, bevor er fliehen kann. Yes. Sehr, sehr schön. So muss hier ein Anfang sein. Perfekt. Nichts verloren, die 5 Victory-Sternzerstörer. Lasst uns von Relifon den, die Lancer hier runterholen. Und da kommt jetzt auch schon eine Flotte bei Galenor an. Wir können nichts machen hier ohne... Okay, aber hier sind wir noch nicht. Ich will aber Izard Richtung Solitaire kriegen, dass wir mit den Einheiten von Primea bei Solitaire angreifen können. Wenn hier eine 900er Flotte ist, würde ich hoffen, dass Solitaire, Bogorai und Riga unverteidigt sind. Das wäre zumindest so meine Vermutung. Und die Einheiten von Pes Favri müssen wir in der Theorie nach Naporaa kriegen. Das Problem ist, wir haben jetzt einige Planeten hier, die wir eingenommen haben, die aber nicht mit Bodeneinheiten verteidigt sind. Und das ist definitiv ein Problem. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir da mehr Bodeneinheiten hinkriegen. Aber genügend Geld, um überall Bodeneinheiten zu bauen, habe ich jetzt auch nicht. Müssen wir mal gucken. Reicht hier mein... Engines sind auf jeden Fall schon mal beschädigt. Wäre natürlich nett, wenn wir es einfach so hinkriegen könnten und nicht erst noch eine weitere Flotte holen müssten. Schauen wir mal. Fliehe bitte. Und ich will es fast nicht sagen, aber was natürlich momentan ein... nicht gut. Was natürlich momentan ein Segen ist. Versuche ich hier lang. Na, jetzt dreht er in die Richtung ab. Versuche hier rauf. Hinter die Asteroiden. Was momentan ein absoluter Segen ist, ist, dass die Dings uns nicht angreift. Die Iriade Autorität. Oh, er fliegt nicht weiter. Das ist gut. Kann sein, dass ich den jetzt hier verliere. Das wäre schade, aber... Oh. Und ich verliere ihn. Das ist eine Lanze, die ich ersetzen muss. Das ist unschön. Das ist... Aber ich glaube, hier die Flotte hat 3 Lancers oder so. Oder mindestens 2. Aber das sind 300 Credits, die mal eben weg sind. Du hier lang... Kommen die jetzt hier wenigstens bei Trokri an, kommen sie. Und dann das Ding ist halt, Adumar kann ich nicht wirklich mit, wie viel, 14 Interdiktoren. Da kann ich nicht viel machen. Dafür ist die Flotte da zu groß und meine Flotte zu klein. Hätte ich jetzt natürlich 10 Sternenzerstörer mit dabei, würde ich einfach die 10 Sternenzerstörer reinholen, hoffen, dass ich damit die 14 Interdiktoren vernichten kann. Oder an den Sekretos ein bisschen Schaden machen kann. Und wenn dann 8 Sternzerstörer vernichtet sind, würde ich meinen Super-Sternzerstörer reinholen.
Aber so viele Sternzerstörer habe ich halt nicht und so viel Knete habe ich halt auch einfach nicht, als dass ich mir das leisten könnte. Ah, schön, der hat schon keine Antriebe mehr. Und das war's. Nimm dir die Lancer. Da haben wir gewonnen. Zurück zur Galaxiskarte. Komm schon. Lassen wir einen hier. Eine Lancer hier lassen. Abhauen. Pause. Ihr dürft hier nach Belmora rüber. Und jetzt will ich aber wirklich, dass Izard in Richtung Primea fliegt. Danke. Die Frage ist halt, wir kriegen ein AT-AT, ein Chariot und drei Firehawks. Ich glaube, das wäre unnötige Zeitverschwendung, das zu probieren. Aber Yogoi und Murgo sind halt echt Probleme. Auto-Reserven wir das immerhin. Ich glaube, das ist mehr, als ich alleine hätte hinkriegen können. Du kommst noch nie rau an. Wir werden jetzt versuchen, Borosk anzugreifen und Borosk einzunehmen. Dass wir so um Yagamino drumherum gehen. Und im Prinzip, wir müssen dann gucken, wie es bei Magito aussieht, aber dass wir Entralla und Teptixi auch kriegen. Und im Prinzip wäre das hier bei Chilla genau der gleiche Gedankengang, dass wir Solitaire, Bogurai und Riga einnehmen und Chilla da links liegen lassen, sozusagen. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Und noch hier rüber. Und dann müssen wir gucken, was für Einheiten dabei Collar 4 sind. Jetzt haben wir zwei Lancers, das ist ganz gut. Ist nicht eine perfekte Flotte, aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Flotte. Und jetzt gleich kriegen wir Geld wieder. 15.000 Kredits. Sehr schön. Auf noch Collar 4. Wenn natürlich jetzt hier Collar 4 und Oberoi Sky kriegen könnten, wäre das sehr nett. Ist nicht unbedingt das, was ich jetzt in dieser Folge schaffen will, aber die kommen nach Denon? Wie verzweifelt seid ihr bitte? An Denon kommen die nicht vorbei. Also wenn ich da eine Bodenschlacht verliere, dann weiß ich auch nicht. Auf nach Borosk. Iran ist gut verteidigt. Turkry, da haben wir viele Einheiten, aber wir müssen gucken, dass wir da die Bodensachen, dass die auch fertig gebaut werden. Wenn wir natürlich Borosk einnehmen können und die greifen dann Trokri an, das wäre lustig. Okidoki, hier haben sie wieder ihre beiden Serenan-Class Star Destroyer. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir die bei Belmora gekriegt hätten. Über unserem eigenen Planeten. Aber hätte Fahrradkette. Komm schon. Mach hin hier. Das, okay, ist nur das Surveyor-Ding. Ich würde sagen, das ist ein Problem, aber es ist gar kein Interdiktor. Oh, wir haben sogar drei Lancer-Fregatten. Das ist gut. Und es ist ein Surveyor-Class Star Destroyer. Ist der andere dann nicht da? Muss wahrscheinlich, ne? Weil 30, das sind 105 Punkte, 110 Punkte. Das macht ungefähr 200 Punkte. Ah, kann sein, dass die, wenn der 93 kostet, dass die ein klitzekleines bisschen zu viel haben hier. Ah, da müssen wir aufpassen. Kann sein, dass noch ein zweiter Surrender Class Dingsbums hier mit dabei ist. Versucht den mal anzugreifen, wenn wir die hier so runterziehen könnten. Wäre es schön, wenn wir hier zwei Sternzerstörer vernichtet kriegen und vielleicht die Raumstation mit unserem Super Sternzerstörer. Bisher haut nur der Victory da ab. Ja, da kommen auch ein paar Einheiten hin. Okay. Machen wir das halt so. Wir command hier vier Helden hier mit rein. Die beiden Sternzerstörer gucken wir dann, ob wir die mitholen oder nicht. Die Frage ist, wie stark sind die hier? Da bin ich mir nicht sicher. Nimm dir erstmal den Sternzerstörer hier. Der Surrennen kann ein bisschen was schießen.
Du haust jetzt mal ab. Du kannst versuchen, hier raufzukommen in den Deckungsbereich des Supersternzerstörers. Wenn jetzt natürlich hier ich den Sternzerstörer vernichte, den einen hier. Und dann rauskommt, die haben noch einen Surrender Class. Star Dreadnought, Super Star Destroyer, Star Destroyer, was auch immer. Dann haben wir ein Problem. Aber schauen wir mal. Wie sieht's bei dir aus? Noch einigermaßen aushaltbar, das ist gut. Geh du mal auf den nächsten hier. Er dürfte keine Schilde mehr haben. Sehr schön, nimm die Engines, den jetzt auch vernichten und dann gehst du. Ja, und da kommt der nächste. Okay, müssen wir aufpassen, was wir hier machen. Den werden wir nicht noch schaffen, da werden wir gleich abhauen. Aber wenn wir hier dann schon mal drei Sternzerstörer vernichtet haben, ist das nicht wenig. Wir haben nichts verloren, die drei Sternzerstörer. Warte. Wir haben gleich kein Schild mehr. War das einer von uns? Ich hoffe nicht. Hau ab. Oh, gerade sieben. Das ist keine schlechte Schlacht. Und dann können wir jetzt gucken, ob wir die Surrender Class Star Destroyer einen nach dem anderen vernichtet kriegen. Das ist ein schöner Schlag gegen Sinch. Das gefällt mir. Ach, wir fliehen sogar direkt nach Carida. Perfekt, das ist kein weiter Weg. Wir sind auch kurz vor Borosk. Das ist auch sehr schön. Da haben wir Bodeneinheiten auch direkt mit in der Flotte. Das dürfte schnell gehen. Die haben 5 Interdiktoren. Sollen sie haben, das ist mir ziemlich schnuppe. Aber es zeigt mir auch, die... die haben es gerade erst eingenommen wieder, ne? Ja. Da müssen wir mal gucken. Isard ist dabei, Primeir. Ich würde hoffen, dass Solitär einfach mal keine Verteidigung hat. Dann können wir mit den Einheiten von Primeir nach Solitär. Kann aber auch sein, dass jeder einzelne dieser Planeten jetzt eine 500er Flotte mit 5 Interdiktoren hat. Dann weiß ich auch nicht. Hör ich auf, beende diesen Gaming-Kanal und komme nie wieder. Keine Ahnung. Es würde nerven. Und jetzt habe ich fast mein Getränk über meine Tastatur geschüttet. Wäre auch nicht gut. Haben die keine Raumstation? Ah, doch, so ein kleines Ding da. Gut, da bin ich mal so selbstbewusst und schicke Drommel direkt rein. Weil die bringen zwar Punkte, sind zwar 35 Punkte, aber solange die hier ihre Dings anhaben, bringt denen das nichts. Du kommst mal mit hier nach vorne, weil wenn du da vorne bist, haben die auch nur noch Jäger. Und die Jäger kannst du gut besiegen. Du darfst hier reinkommen. Du darfst hier reinkommen. Dass wir ein paar mehr eigene Jäger haben. Und den. Ja, die hauen jetzt schon ab hier. Die Intellektoren, die merken... Oh. Aber ich will auch mein... Nope. Oh, hoffentlich reicht das noch. Das dürfte reichen. Weil so 5 Interdiktor-Schiffe, die sich dann anderen Flotten anschließen, kann ich nicht gebrauchen. Absolut nicht. Jetzt können wir aber die nächste Lanze holen, dass hier ein bisschen auch noch gegen deren Jäger gearbeitet wird. Oh, tut das gut, 5 Interdiktoren zu vernichten. Oh, das tut sehr gut. Boom. Borosk holen wir uns wieder als Rache. Für den anderen Planeten. Für Adumar. Ich habe keine Ahnung, wer gerade wohin fliegt, aber müssen wir wohl mit leben. Und wir haben jetzt so viel Geld. Ich werde wahrscheinlich bei Kurat noch ein kleines bisschen an Bodeneinheiten holen. Aber momentan, glaube ich, haben wir keinen Planeten, den wir noch großartig aufrüsten müssen. Weswegen ich hier gucken werde. Sika ist nicht großartig wichtig, aber Primeir... Können wir mal 2 Infanterieeinheiten holen. Hier bauen wir schon Einheiten. Pesfavri kann auch ein paar Infanterieeinheiten. Oh mein Gott, Napura. Napura müssen wir weiter aufbauen. Nope. Dass hier noch mehr Bodeneinheiten in der Nähe gebaut werden. Und dann müssen wir von mit Isard nach Solitär und mit... Müssen wir gleich mal gucken, wie der Supersternzerstörer übrigens heißt. Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Nochmal nach Kolla 4. Kann ja nicht angehen, dass Sinch damit durchkommt, ne? Oh Gott, diese Map, das ist grauenhaft zum Verteidigen. Ich mag ich nicht. Mag ich absolut nicht, aber muss man irgendwie mit klarkommen. 1, 2, 3, 4.
Irgendwo hier muss auch noch eine Repair Station möglich sein, glaube ich. Nur hier lang. Ich wollte gerade sagen, haben wir denn dafür Geld? Haben wir. Ob wir die jetzt brauchen oder nicht, weiß ich nicht, aber kümmern wir uns erstmal drum. Ja, nimm den planetaren Schildgenerator hier. Hallo, was macht ihr? Greift da an, bitte. Der dürfte relativ schnell vernichtet sein. Nehmt euch den ATDP. Und dann das Ding hier. Oh. Da sind Inquestor-Truppen. Das kommt schon. Yes, sehr nett. Die vernichten. Okay, da sind meine... Da müssen wir jetzt hier mal schnell runterkommen. Nicht, dass hier diese Inquisitoren noch den Rest meiner Infanterie hier vernichtet. Denn die Infanterie habe ich eigentlich ganz gerne hier mit dabei. Ihr dürft aber in die Richtung gehen. Und ihr dürft in die Richtung gehen. Es darf vernichtet werden. Ja, jetzt können wir bombardieren. Darf da drauf gehen. Die Inquestor-Truppen haben wir noch nicht alle besiegt, aber das müsste jetzt gleich geschehen. Oh, interessant. Oh mein Gott, das hätte schlimmer sein können. Da ist noch so ein Inquestor. Und damit gehört Brosk uns. Sehr, sehr nett. Damit haben wir jetzt wieder einen Planeten, den wir weiter aufrüsten müssen, aber egal. Haben wir erstmal. Und hier bei Nirawan, weiß ich nicht, ob ich da noch... Weiß ich nicht. Kannst du Pause machen, bitte? Jetzt hör doch auf, hier so zu laggen. Ort, was ist das? Cantran wäre natürlich auch interessant, dann wäre Orinda sicher. Vielleicht schicken wir mal einen Probdroid nach Ort Cantra. Und Izard, ohne es zu sehen, nach Solitaire, bitte. Carida, wie heißt du? Du heißt... Hat keinen Namen. Stehen da nicht normalerweise immer Namen bei? Oh Gott. Nach Thyfera diesmal. Das ist unschön. Ort Kentra und Corse hinzukriegen, das wäre ein Träumchen. Jindyne. Aber Jindyne bin ich eigentlich ganz gut. Da bin ich ganz gut dabei. Erstmal jetzt hier Call of 4 gucken. Ich weiß natürlich nicht, ob die noch großartig andere Schiffe haben, aber ich würde hoffen, dass die halt diesen einen Victory-Sternzerstörer haben. Und ansonsten die beiden Serenity Class Star Destroyer vielleicht ein bisschen Kleinvieh noch dazu. Weiß ich nicht. Komm schon, beginnen wir. Jawohl, das sieht mir nicht nach viel aus. Ihr wollt euch aufteilen und die Lancers angreifen. Ihr wollt nach Hause gehen und euer Leben überdenken und keine Killersticks verkaufen. Du darfst ein Stückchen in die Richtung fliegen. Komm schon jetzt. Ihr könnt doch nicht so gut sein und die Formation so krass halten. Da löst er sich. Perfekt. Sehr, sehr nett. Und er kommt sogar in die Richtung. Den Helden hier dazu. Dann haben wir noch irgendwie plus 10% auf unseren Angriff. Wo ist er? Flieh, soweit du kannst. Du kommst hier rauf und verteidigst ihn, bitte. Wir haben aber schon viele Schilde verloren. Nehmen wir den Interdiktor auch hier hinten hin. Mit ein bisschen Glück kriegen wir diesen Serenity Star Destroyer hin. Das Schöne ist, der hat nicht so viele Hardpoints. Dafür hat er halt sehr starke Hardpoints. Aber wenn man einmal durch die Schilde ist, kann man relativ schnell die Hardpoints vernichten. Mein Ziel wäre es jetzt, diesen Serenity Star Destroyer zu vernichten und die Raumstationen hier. Leichte duale Ionenkanone, da guck mal, schwere Quad-Turbolaser. Ist nicht so schlimm, manche haben schwere Oktuple-Turbolaser oder superschwere Oktuple-Turbolaser. Das wäre noch schlimmer.
aber... So, du darfst fliehen, aber die merken jetzt auch, oh oh, da ist doch noch irgendwas anderes gerade los, worum wir uns kümmern müssten vielleicht. Nehmen die ganzen Waffensysteme. Okay, der bringt auch 4 Jäger mit, die wären dann in der nächsten Schlacht auch nicht mehr da. Kannst du die Gola noch vernichten? Schaffst du das noch? Oh ja, der fliegt hier unten rum, perfekt. Ah, Mist, ich dachte, ich könnte 2 hier reinholen. Das ist natürlich... Aber ich denke, das sollte auch funktionieren. Dass der Victory-Sternzerstörer hier in diesem Durchgang noch vernichtet wird. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie viele von denen haben die bitte? Das ist, interessant, sagen wir das mal so. Das ist interessant und unschön. Lass uns mal hier gucken. Ups. Da hinten kommen sie. Muss auf jeden Fall fliehen. Flieh hier rauf, bitte. Du kommst hier lang. Aber wenn wir die hier... Flieh, 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 flieh. Hinter den Supersternzerstörer, bitte. Wenn die Raumstation vernichtet haben, dann sind die aggressiver in der Verteidigung. Das ist genau das, was ich möchte. Aber die haben keinen dritten reingeholt. Und die sind nur 93 Punkte, also mit ein bisschen Glück... Müsste das bedeuten, dass die nur diese beiden hier haben. Und das sollen wir im nächsten Durchgang auf jeden Fall schaffen. Wenn wir irgendwann mal zum nächsten Durchgang kommen, scheinbar werden jetzt gleich hier 50 Angriffe auf mein Territorium sein. Mal gucken. Mal gucken. Erstmal Borosk jetzt zu Ende einnehmen, wenn wir natürlich Ort Control einnehmen könnten. Und potenziell Corsin nochmal. Wäre das ein Riten? Nein, ich will da nicht näher gucken. Oh, Solitär. Danke. Danke, danke, danke. Was haben die am Boden? Auch nicht jetzt super fett verteidigt, dieser Planet. Oh, damit müsste es Primea besser gehen. Und wenn wir dann Riga oder so auch noch einnehmen könnten, ist Solitaire halt auch verteidigt. Oh, das tut gut. Da kriegen wir mehr Planeten. Von den Planeten kriegen wir mehr Geld. Damit können wir mehr Sachen kaufen. So muss das laufen. So und nicht anders. Da bin ich jetzt auch gar nicht... Großartig, dass ich mir so denke, oh mein Gott, wir müssen hier die rauslocken oder so. Nope. Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, flieg schon mal weiter. Das ist so respektlos. Die einfach so links liegen zu lassen und zu sagen, okay, hier meine neuen Rekruten, die an den Waffen sitzen, die dürfen jetzt hier den Prokursator übernehmen und die erfahrenen Schützen. Gehen die weiter. Oh mein Gott, die werden geflohen, hätten die noch Einheiten. Wunderbar. Ich wollte ja nicht mal deren Einheiten vernichten. Hätten sie fliehen können mit den kleinen Sachen. Aber naja. Dann haben wir hier noch auf jeden Fall gewonnen. Yes. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich auch direkt versuchen, die Einheiten von Primea hier hinzuholen. Abu Ghraib das nächste, nicht Riga. Komm hier rüber. Jetzt wollen sie noch Primea. Mit welcher Flotte? Vielleicht von Chilla aus? Das wäre möglich, aber... Theoretisch müsste ich die Einheit nach Napura kriegen, aber sobald die bei Napura sind, wird Napura wahrscheinlich angegriffen. Das ist... Wunderschön! Ich dachte, es wäre eine Bodenschlacht! Ich dachte, es wäre eine Bodenschlacht! Oh, wunderbar! Aber die werden wahrscheinlich fliehen. Wobei, deren Punktzahl ist größer als meine Punktzahl. Die haben 38 Punkte. Es wären 38 Einheiten gewesen, die mich angegriffen hätten. Und meine Lanze hat 3. Also wenn man nach Punkten geht... sind die deutlich stärker. Hätte ich Auto-Reserve für meinen Lancer weg, obwohl die nur Shuttles haben ohne Waffensysteme. Schauen wir mal, ob sie fliehen, ob die schlau genug sind, dass sie fliehen, oder ob ich hier einen nach dem anderen vernichten kann. Oh, seht euch das an. Seht euch das an hier. All das wird vernichtet werden, hoffentlich. Angriff. Oh, manches Mal muss man auch einfach Glück haben, ne? Ich meine, das dauert jetzt natürlich. Das ist nervig. Oh nein, sie fliehen. Oh, die KI ist schlau genug. Oh, schade. Das wäre zu schön gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Es ist aber auch selten, dass die KI hier so Dummheiten begeht. Weil die Sache ist, Zeltros am Boden kann ich halt einfach nicht. Das werde ich nicht halten können. Ich muss Kashyyyk einnehmen, damit Zeltros sicher ist. Aber warum ist hier eigentlich bei Talassea so viel los?
Ja, versuch mal den Angriff auf Jindain. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Wow. Karida wird angegriffen, weil die Schiss haben, dass ich Collar 4 einnehme, ne? Wenn er jetzt natürlich, wenn das eine fette Flotte mit Intellektoren ist, hätte ich da Probleme. Wow, was ist los? Tiber Zan. Hä? Ist Tiber Zan gestorben? Yo, Tiber Zan ist... Wow! Die haben Sereno eingenommen, das ist der Hauptplanet von Singe. Da haben die dann wohl auch Tiber Zan getötet. Interesting. Lass uns einmal kurz gucken, was hier bei Ord Cantrell ist und danach vielleicht bei Solitär eine Bodenschlacht machen. Ord Cantrell. Nicht einnehmbar momentan. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, da muss ich jetzt fliehen. Und das wird auf eine Bodenschlacht hinauslaufen. Dafür will ich jetzt aber meinen Supersternzerstörer nicht abziehen, weil das ist ein Planet, den ich kann ich definitiv verteidigen. Wäre besser, wenn ich hier noch Supersternzerstörer, ja. Das wäre auch besser. Aber ich meine, AT-ATs, vor allem Turbolaser-AT-ATs, wenn ich davon zwei hätte, wird es noch besser laufen. Aber das ist definitiv verteidigbar hier bei Jindain. Deswegen mal gucken. Hauen wir ab. Ja, wir sind vernichtet worden. Zurück zur Galaxiskarte. Und wobei, wartet mal kurz. Das ist eine Möglichkeit. Wenn die rechtzeitig da sind, wäre das auf jeden Fall gar nicht schlecht. Wie weit sind wir hier? Okay, ich will die Collar 4-Schlacht schlagen. Solitär angreifen können wir später auch immer noch. Jetzt ist die Frage, wenn das wieder zwei sind, müssen wir mal gucken. Einen sollten wir davon auf jeden Fall fertig kriegen. Das Problem ist halt Karida und dass die potenziell jede Menge Verstärkung hier wieder hinholen könnten. Ich muss jetzt hier gewinnen und dann die Bodeneinheiten hier hinholen, dass wir den Planeten wieder haben. Ja, es sind nur noch die beiden plus irgendwie hier diese Surveyor-Dinger. Warte mal, wie viele Punkte hat der? 4. Und hier? Was haben wir hier? Die Corona. Mit 5, das sind 9 Punkte. 93 und 93, nee. Da könnten wir auf jeden Fall noch einen weiteren hier reinholen. Probieren wir es nochmal mit hier unten. Dass der hoffentlich abdreht. Dass der hoffentlich abdreht. Okay. Dass der auch nicht. Beide zusammen wird schwierig zu besiegen. Komm, du willst hier lang. Ey, was macht ihr denn da? Ich dachte, es wäre jetzt einfacher, die hier dazu zu kriegen, sich aufzusplitten. Scheinbar nicht. Das ist nicht gut. Haben wir hier mal einen Sternzerstörer? Das tut es. Das ist vielleicht das Todesurteil für diesen Sternzerstörer. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Diese Surveyor-Klasse ist immer ein Schrott. Und der Sternzerstörer muss jetzt ganz, ganz schnell hier runter. Wir holen uns den hier hin. Ich habe keine Lust, dass die wieder abhauen. Ja, das könnte problematisch sein. Oh mein Gott, das ist problematisch. Nimm die Waffen hier auf der rechten Seite weg, bitte. Okay, immerhin der Sternzerstörer ist sicher. Dann kannst du fliehen. Und ihr zusammen versuchen, hier anzugreifen. Der Lanze ist jetzt hier. Okay, du darfst auch fliehen. Du darfst versuchen, hier anzugreifen. Der hat immerhin noch seine Schilde. Komm, Angriff, Angriff, Angriff. Ist die Frage, bringt es uns mehr, gleich diesen Devlier anzugreifen, reinzuholen oder einen Sternenzerstörer? Müssen wir gleich mal gucken, wie das von den Punkten her klappt. Oh mein Gott, den Intellekt haben wir gerade soeben noch gerettet. Immerhin. So. 38 und 8 macht 46. Das passt nicht, ne? Du darfst jetzt hier auch angreifen. Die Frage ist halt, kriegen wir das mit den Schilden hin, den da zu knacken? Oder müssen wir hier fliehen? Ich weiß es nicht. Ist halt gut, dass meine Jäger und Bomber da schon mal angreifen. Das ist nicht schlecht. Seine Schilde gehen auf jeden Fall schneller runter. Wo ist der Sternzerstörer? Hier.
Den Sternzerstörer hier noch ein. Entweder er bringt noch Feuerkraft mit rein oder lenkt Kanonen ab. Oder Raketen in diesem Fall. Sind momentan gleich viele Schilde. Wir haben natürlich mehr Waffensysteme. Also gewinnen würden wir das hier auf jeden Fall. Die Frage ist, verlieren wir einen Sternzerstörer oder verliert er halt Leben, die regeneriert werden müssen? Das ist so die große Frage. Ich würde hoffen, dass wir nichts verlieren. Weder Leben noch Sternzerstörer. Ich setze jetzt einfach darauf, dass wir das schaffen. Der Sternzerstörer muss hier bitte auch draufhauen. Ja, ich glaube, der eine Sternzerstörer da sieht nicht gut aus. Wir müssen jetzt hier auf der linken Seite die Waffensysteme nehmen. Aber das sollte er schaffen. Jawoll! Der Luftraum über Collar 4 gehört uns. Das ist sehr nett. Sehr, sehr nett. Und ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr war es das auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und in der nächsten Folge gucken wir uns an, was hier bei Carida passiert. Machen wahrscheinlich eine Bodenschlacht bei Jindyne, eine Bodenschlacht bei Collar 4, eine Bodenschlacht bei Solitaire und gehen vielleicht Richtung Bogorai, vielleicht Richtung Obroa Sky. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.